Mein Vater sagte immer, die Dinge werden wieder besser. Wir taten so, als ob wir ihm glaubten. Es war ein kalter Tag. Wir hörten die Sirenen und machten uns alle auf zum Bunker. Die Leute waren voller Panik. Eine neue Bestie sei auf dem Weg, sagten sie. Eine große. Mein Vater ermahnte alle Leute, leise zu sein. Und dann nahm er mich an seine Brust. So sehr, dass ich sogar unter seiner Jacke sein Herz schlagen fühlte. Wachteten und warteten und versuchten nicht zu atmen. Und dann kamen sie. Mein Vater sagte, ich solle laufen, also lief ich. Dann hörte ich ihn schreien. Ich schaute nicht zurück. Ich konnte es nicht.